Hatten Sie auch Spaß am letzten Wochenende? Das einmal so als Intro, bevor wir gleich in die Themen einsteigen. Viel Spaß, aber auch ein bisschen Wehmut. Also so ein Typ wie Rudi Völler, auch Michael Torck in Dortmund. Aber großartig, von beiden Fanlagern, wie den beiden der Abschied bereitet wurde. Und auch viel Gefühl gehabt. Manchem Spieler, der gegangen ist, wie da Menschen mit hat. Also da ist doch noch ein bisschen mehr als nur Dreierkette, Viererkette. Und da ist man fürs Erste versöhnt, aber es gibt ja viele andere Dinge, da ist man wieder zu Hause. Und es gibt Umgang mit Menschen untereinander, der uns auch beschäftigen wird in dieser Sendung. Und damit rein in das erste Thema, rein in das Thema Lewandowski. Seitdem Bild in der vergangenen Woche enthüllt hat, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird, ist klar, da ist Musik drin. Geht er diesen Sommer, geht er nächsten Sommer. Oliver Kahn hat mit folgendem Zitat für Klarheit gesorgt. Ausrufezeichen. Beim Marienplatz hat er klar angesprochen, das große Basta ist gefallen. Fakt ist, er, Lewandowski, hat einen Vertrag, diesen wird er erfüllen. Basta, Ausrufezeichen. Wir sind da sehr klar und konsequent, was das betrifft. Das ist hier so beim FC Bayern. Es gibt keinen Spieler, der über dem Verein steht. Herr Reif, ist damit alles klar? Ach nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist das, was alle Bayern-Verantwortlichen, auch Herbert Heiner hat das ja gestern ähnlich gesagt, was alle Bayern-Verantwortlichen jetzt an dieser Stelle tun und sagen müssen nach außen, damit Herr Zahavi, auch Robert Lewandowski weiß, einfach so wird es nicht werden, sondern du hast eine Idee, wir haben einen Vertrag, deine Idee muss sehr, sehr gut sein, dass wir sagen, geh. Aber so klar, ich denke, wir werden da noch ein bisschen vertiefen, mit einem Robert Lewandowski in die nächste Saison zu gehen, der jetzt weg möchte. Das ist etwas anderes als, und deshalb ist auch der Hinweis von Uli Hoeneß wirklich ein bisschen sehr, sehr träumerisch. Das war doch vor 9 Jahren, als er bei Dortmund noch war und Vertrag hatte und dann doch zu den Bayern wollte. Und dann haben die Dortmunder gesagt, nein, dann ist er noch ein Jahr geblieben, hat sie in die Champions League geschossen. Da war er 24 und auf dem Weg zu einem Weltverein, was die Bayern ja sind. Jetzt ist er 33 und möchte noch mal was anderes machen. Und deswegen ist das was völlig anderes. Wenn du dem jetzt sagst, du musst noch ein Jährchen warten, da kannst du immer noch in die Welt hinausgehen. Das heißt, du bist ja 34. So einfach wird es nicht werden. Aber es klingt gut für den Moment. Okay, wenn Sie sagen, es passt, dann ist passt. Aber glauben Sie, dass das also jetzt gerade Ablösetaktik ist, um den Preis hochzutreiben? Ich weiß nicht, ob es nur Preis ist. Welche Alternativen gibt es? Vielleicht wird ja auch da Barcelona kreativ, wenn es denn Barcelona ist. Und Zahavi ist ja gut vernetzt. Also sie brauchen einen Nachfolger, das ist der entscheidende Punkt. Die brauchen 40 Millionen, mehr wird es nicht geben. Die brauchen sie auch. Das Problem bei Lewandowski ist doch, er ist als Spieler heute wert 150 Millionen, Minimum. Ist der Weltfußballer und wenn er richtig gut drauf ist und Spaß hat, dann macht er das doch auch. Nur der Marktwert ist es nicht mehr, weil er 33 ist. Also du kriegst 40 Millionen. Wenn du 150 kriegen würdest, könntest du vielleicht noch anderswo ein bisschen rumalbern mit anderen. So aber wirst du Geld in die Hand nehmen müssen. Für 40 Millionen kriegst du keinen Nachfolger von Robert Lewandowski. Nicht für das nächste Jahr. Also deswegen in der Klemme stecken sie. Auf der anderen Seite, ich sag's nochmal, er ist fit wie ein Turnschuh, wie meine Söhne zusammen pflegten, aber er wird 34. Deswegen, wenn er nochmal irgendwo hin will, dann wird ihm jeder Tag, wirst du ungeduldig. Versetz mich ganz einfach in ihn rein. So, und dann haben wir Lüge. Was ist Lüge? Was ist halbe Wahrheit? Was ist ein Vertragsangebot? Wenn ich zu Ihnen sage, Matthias, wir möchten mit Ihnen verlängern, ist das ein Angebot? Sie meinen, es ist also ist eher eine Interpretationsfrage, weil Salihamidzic sagt, wir haben ein Angebot unterbreitet, Matthias, das er nicht angenommen hat. Matthias, wir möchten mit Ihnen nächstes Jahr weitermachen. Sagt, ist das ein Angebot oder muss ein Angebot sein? Matthias, wir möchten mit Ihnen verlängern und zwar um ein Jahr und zwar zu folgenden Konditionen. Laufzeit ist die und beginnt dann und dann und folgende Punkte sind noch drin. Ist das nur ein Angebot oder ist vorher schon, wir wollen? Wie man hört, wollte er doch schon seit geraumer Zeit. Das zeigt ja schon, dass es da offenbar jetzt sich verspannt, wenn man schon darüber streitet. Ist es ein Angebot, ist es keins? Es wird nicht glatt. Was trauen Sie Lewandowski dazu? Wie schmutzig kann das werden? Denn er hat ja einen Vertrag. Ich finde, diesen Satz muss man immer wieder reinstellen und der hat auch eine hohe Bedeutung. Da wir nicht bei all den Gesprächen dabei waren und auch nicht in die Köpfe genau reingucken, ist heute viel Interpretation. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Was ist schmutzig? Ist schmutzig, wenn einer sagt, dann geht es mir aber nicht gut, denn mir geht es wirklich nicht gut. Das kaufe ich ihm ab. Also wenn er sagt, ich bleibe also noch ein Jahr, aber
Er nimmt mir die Chance, noch in einem Alter, wo das noch halbwegs Sinn macht, dahin zu gehen, wo ich auch noch mal hin wollte. Oder ist das nicht schmutzig? Oder ist es aber... Schmutzig wäre streiken. Ich komme nicht mehr zum Training. Das, was Süle zum Beispiel jetzt gemacht hat. Ich kann nicht spielen in Wolfsburg. Hoffentlich bei der Scheckannahme, hoffentlich ist er genauso schlecht disponiert. Also das ist schmutzig. Das weiß ich noch nicht. Deswegen nochmal, wir wissen auch noch nicht, wie es ausgeht. Wir wissen nicht, wie er reagieren wird. Aber darüber müssen sich die Bayern auch Gedanken machen. Jeder Hinweis von 9 Jahren, ich sage es nochmal, in Dortmund war das doch schon, ist das doch super gelaufen, von 9 Jahren. Da war er 24, das ist etwas anderes. Das Schöne ist ja, bis zum Ende der Transferperiode sind, ich überschlage mal ganz grob, noch 3,5 Monate. Oh, ah, wir machen alle 2 Wochen. Und wie viele Reifsendungen. Genau. Aber es geht mit Lewandowski weiter, liebe Fußballfans. Und wir wollen Lewandowski sozusagen mal in die Runde holen und reinhören in sein Interview, wobei, sagen wir eher, in seine Rede, aus seiner Sicht vielleicht Abschiedsrede, aus Sicht vieler Bayern nicht. Sein Auftritt auf dem Marienplatz, hören wir mal rein. Ja, wenn du liebst, Tor zu schießen und gewinnen, dann machst du das immer gerne. Auch mit der Mannschaft, dass so viele Vorlagepässe, wo ich bekomme, das auch ist einfacher, manchmal Tor zu schießen, aber das ist meistens, was ich meistens liebe. Das ist die Jubel, die Tore, die Gewinner, das ist, was mit mir immer bleibt, mit meinen Gedanken in meinem Kopf. Und ja, das schon, was wir erreichen im letzten Zeiten, auch vor 2 Jahren, leider, wir konnten nicht dabei sein hier, nach 6. Ja, wir haben das vermisst, mit euch hier zu sein, aber jetzt können wir das im Kopf immer noch haben. Auch die 10. Mal Deutsche Meisterschaft, das ist schon Besonderes, was legendarische Geschichte. Und das, klar, das ist immer auch für euch, alles, was wir erreichen, das machen wir das zusammen. Ja, da kommen dann die Lever-Bleib-Rufe am Ende noch. Und bei Lewandowski hatte ich immer so den Eindruck, er vermeidet aber auch den Satz, danke für die schönen 8 Jahre, das war's. Weil er weiß, er darf den Bogen jetzt auch nicht überspannen. Ja, das war für seine Verhältnisse eine Suada. Ich dachte, der hört ja nie auf. Robert, der sonst kein Wort sagt. Ein Hauch von Kalmund. Kein Ton. Ja, das ist kein unanständiger Zocker. Lewandowski. Das ist einer, der seine Ziele klar verfolgt. Und jetzt hat er das Ziel. Deswegen, er wird es anständig machen. Davon bin ich überzeugt. Die Bayern sind gefragt und er sind gefragt, hier eine Lösung zu finden, die am Ende alle Seiten zufriedenstellt. Gibt es die? Gibt es eine Alternative, wo die Bayern sagen heute, also pass auf, ja, wir sind im Übrigen auch etwas schuldig für diese 8 Jahre. Ohne ihn in diesen 8 Jahren, ob es da so geklingelt hätte, silbermäßig, das weiß ich nicht. Ich glaube es auch nicht. Das ist ein Ausnahmespieler gewesen. Insofern, ja, man ist ihm auch was schuldig. Auf der anderen Seite, der Club muss weiter Fußball spielen und erfolgreich Fußball spielen. Bringen Sie mir jemanden. Gefühl, 16. Mai, sehen wir Lewandowski im September im Bayern-Trikot? Nur ja oder nein? Nein. Süle ist der andere Fall, den Sie gerade angesprochen haben. Er hat freiwillig darauf verzichtet, beim letzten Spiel in Wolfsburg dabei zu sein. Ich habe heute Morgen auch überlegt, ob ich freiwillig verzichte und nur ein Stündchen schlafe. Ich dann aber da wären auch. Wir aber ans Honorar rangegangen. Ich weiß nicht, wie es bei Süle der Fall gewesen wäre. Das ist mir dann auch eingefallen. Es gibt für mich da wirklich 2 Ebenen. Zum einen finde ich es wirklich schwierig von Süle zu sagen, ich komme nicht mit. Und ich finde es auch schwierig von Nagelsmann zu sagen, okay, dann nehme ich dich nicht mit. Das haben alle mitgekriegt. Sie haben es mitgekriegt, ich habe es mitgekriegt, die anderen Spieler kriegen es mit. Ich weiß nicht, nochmal, auch da wieder, wie ist das Gespräch gelaufen? Wir waren nicht dabei, aber wir nehmen es mal so, wie es zu lesen war. Wie Nagelsmann es erzählt hat. Ja. Ob er sich dann gefallen getan hat, Julian Nagelsmann, weiß ich nicht. Vielleicht war er aber auch schon in dem Modus, ach, weißt du was, rutsch mir den Puckel runter. Ich muss vieles noch bedenken, was wir nächste Saison und wie wir planen. Also, du, pass auf, lass es sein. Aber das ist natürlich öffentlich. Und nochmal, ich jetzt mal ganz banal runtergebrochen, hier hat jemand einen Vertrag und ja, er war nicht im Kader, denn ja, komm, lass uns, es ist gut, du gehst, wir nehmen die anderen mit und lassen da ein paar Kinder spielen, mal gucken. So. Und dann wird einer krank oder verletzt sich und dann sagt man, komm doch mit, damit wir den Kader vorhaben. Dann, ja, ich bin mental nicht so weit. Oh, Leute. Mental, Abteilung Attacke. Uli Hoeneß ist am Sonntag aufgelaufen und
spricht von einer Hetzjagd Richtung Hasan Salihamidzic, erwähnt da auch Bild ganz konkret und macht das Fass auf zu sagen, ja, der Verein ist zu sehr zum Spielball von Medien geworden. Man müsste dann auch mal drüber nachdenken, Journalisten mal eine Woche auszuschließen von der Säbener Straße. Ein Hauch von Grundgesetz-Pressekonferenz wehte genau, da um den Marienplatz. Genau, und da denke ich, ja, Marienplatz ist eine öffentliche Veranstaltung. Es ist eine Volksrede. So, halt hier keine Volksreden, hat mir mein Vater manchmal gesagt. Also, da wusste ich aber, was gemeint ist. Es ist aber eine Volksrede und sonst nichts. Also mal langsam. Hetzjagd, wenn man sagt, wie ist die Transferbilanz von Hasan Salihamidzic, das wird man doch, der macht doch die Dinge öffentlich und wir wissen nur, wen er holt und er nicht holt und wer geht. Also das darf man sehr wohl kritisieren, finde ich, wenn es in der Form anständig ist. Hetzjagd ist ein ganz schlimmes Wort. Da muss ich sagen, weit übers Ziel hinausgeschossen, Uli Hoeneß. Und der Rest Spielball, ja, vielleicht in manchem selber, wie soll ich sagen, verursacht, dass die Deutungshoheit, das ist ja das, was er immer haben wollte, Deutungshoheit. Wir bestimmen, was Thema ist, wir setzen, machen mal hier so ein bisschen Nebel, dann können wir nämlich da ganz klar unsere Dinge regeln. Das hat sehr gut funktioniert. Ihre Münchner Kollegen wissen das sehr wohl, wie das damals funktioniert hat unter ihm. Das war, da musstest du auch Nägel kauen. Jetzt war viel Stille, dann musste Nagelsmann sich zu Dingen äußern. Und dann verliert man ein bisschen die Deutungshoheit. So ist das im richtigen Leben. Also sollte man auch nicht auf die Goldwaage legen. Auf der anderen Seite ist Uli Hoeneß ein erwachsener Mann. Wenn er so eine Rede öffentlich hält, weiß ich nicht. Dann, das Wort Hetzjagd würde ich mir 5-mal überlegen. Wie kommt das bei Heiner und Kahn an, glauben Sie, wenn dann Uli Hoeneß als normales Aufsichtsratsmitglied noch mal so alle einnordet und sagt, was gerade im Verein läuft, was nicht so läuft? Ich hoffe, dass sie das mit einem leichten Stirnrunzel sehen und sich überlegen, pass auf, vielleicht hätten wir an der einen Stelle oder anderen Stelle etwas klar sagen sollen. Dann, oder aber sie sagen, na super, dann müssen wir es nicht machen. Weiß ich nicht. Ich, das ist nie gut, finde ich, wenn es handelnde Personen gibt. Und dann einer, der nicht mehr handelt, das große Wort führt. Aber dass sie seinen Rat annehmen können intern. Es passiert sehr vieles gerade öffentlich beim FC Bayern. Und das ist nicht angemessen der Bedeutung und Größe dieses Clubs, wie ich finde. Aber es hilft uns, nicht nur diese Sendung hoffentlich spannend und unterhaltsam zu gestalten. Insofern, lieber FC Bayern, weiter so.